Zu Beginn eines neuen Tages beschloss Florian Silbereisen, einen besonderen Moment mit seinen Fans in den sozialen Netzwerken zu teilen. Er postete ein liebevolles Foto mit Beatrice Egli, ein Foto, das vielen Menschen nicht nur die Schönheit des Paares auffiel, sondern auch von etwas Besonderem überraschte, Beatrices Bauch wirkte größer. Vor dem Posten des Fotos nahm sich Florian einen Moment Zeit, um über diese Entscheidung nachzudenken. Er wusste, dass das Teilen von Beatrices Aussehen in sozialen Netzwerken viel Aufmerksamkeit und gemischte Meinungen hervorrufen könnte, aber die Aufrichtigkeit und der Respekt in ihrer Beziehung motivierten ihn zu der Entscheidung, dies preiszugeben. Das Foto wurde vom Paar am Strand aufgenommen, wobei der weiße Sand und das blaue Meer ihr frisches und dynamisches Aussehen unterstreichen. Beatrice Egli stand neben Florian und trug einen auffälligen gelben Badeanzug. Florian mit seinem optimistischen Gesicht und den straffen Waden lächelte aus tiefstem Herzen. Allerdings betonte das Sonnenlicht ein besonderes Detail, Beatrices Bauch, der größer wirkte als zuvor. Das lässt viele Menschen unweigerlich staunen und staunen, denn normalerweise halten Stars ihre persönlichen Veränderungen im Aussehen geheim. Florian zögerte nicht, in der Beschreibung seine Gedanken zum Foto und zur aktuellen Situation von Beatrice mitzuteilen. Beim Teilen von Freude und Glück geht es nicht nur um perfekte Momente, sondern auch um Ehrlichkeit und Respekt. Beatrice ist die großartigste Frau und wir möchten jeden Aspekt ihres Lebens mit ihnen teilen. Diese Worte sind nicht nur eine Erklärung, sondern auch eine kraftvolle Aussage der Liebe und Akzeptanz. Florian zögert nicht, Beatrice seine Unterstützung und Liebe zu zeigen, egal welche körperlichen Veränderungen auftreten. Florians Foto und Nachricht gingen in den sozialen Netzwerken viral. Fans, Bewunderer und Follower haben nie aufgehört, ihre Meinungen und Gefühle zu äußern. Einige Menschen brachten ihre bedingungslose Unterstützung zum Ausdruck und das Forum wurde zu einem Ort, an dem Menschen persönliche Erfahrungen und Meinungen austauschten. Allerdings tauchten auch unerwünschte Meinungen auf. Einige äußerten Bedenken hinsichtlich der Preisgabe solcher persönlichen Daten in sozialen Netzwerken und kritisierten Florian sogar dafür, dass er das Fenster zu ihrem Privatleben zu sehr öffnete. Trotz unterschiedlicher Meinungen verteidigte Florian weiterhin seine Entscheidung und zeigte Beatrice Vertrauen und Respekt. Das Leben ist nicht immer perfekt. Wir möchten Freuden und Herausforderungen teilen, denn so bauen wir starke Beziehungen auf. Beatrice ist eine bemerkenswerte Frau und ich bin auf alles an ihr stolz. Trotz widersprüchlicher Meinungen führen Florian und Beatrice ihre Beziehung weiterhin mit Vertrauen, Aufrichtigkeit und der Bereitschaft, jeden Aspekt ihres Lebens zu teilen. Dies macht das Paar zu etwas ganz Besonderem und zu einer Nähe zu den Fans, da sie nicht nur perfekte Momente erleben, sondern auch Aufrichtigkeit und Einigkeit in allen Herausforderungen des Lebens. Sind Sie Videos der vorletzten Woche? Der vorletzten Woche? Also hier draufklicken oder da draufklicken, aber ganz wichtig ist natürlich, dass Sie hier draufklicken und damit abonnieren Sie den Channel. Okay, bis nächste Woche. Jetzt. Jetzt kommt die Teilt-Relation. Das, was uns jetzt einige Zeit lang beschäftigen wird, im Zusammenhang mit Primzahlen, Primfaktorzerlegung, größter gemeinsamer Teiler, etc. pp. Wir beschäftigen uns mit Teilbarkeit.
Ich verstehe ja, dass Sie aufgrund dieser neuen Erkenntnisse total aufgebracht sind. So, aufgepasst. Ich habe ja gesagt, es geht hier um die natürlichen Zahlen. Jetzt macht man aber üblicherweise Folgendes, man definiert Teilbarkeit auf den ganzen Zahlen. Was letztendlich wurscht ist, weil man könnte es auch auf die natürlichen Zahlen einschränken. Anschließend aber, wir machen es einfach mal so, wie man es normalerweise macht. Teilbarkeit wird auf den ganzen Zahlen definiert, das heißt, die negativen sind auch mit dabei. Ja? Seien A